Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. In der letzten Folge sind wir bei dem guten Herrn hinter mir angekommen und er hat natürlich auch direkt eine neue Quest für uns. Welche erfahren wir jetzt? Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Minfilia vermutet die Amalia hinter den Entführungsfällen in dieser Gegend. Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen sie uns... Hä? Ärger machen sie uns hier Amalia genug. Ah ja. Knochenbleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können ja auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche Zwischenfälle sind daher an der Tagesordnung. Erst gestern wurden südöstlich von hier einige Pilger, die zu St. Adama... Landama-Kirche wollten, von einer Horde... Oh, sind das Zungenbrecher. Amalja überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amalja lauern vielleicht noch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden, doch auch du scheinst mir durchaus fähig, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar so etwas über die Machenschaften der Amalja in dieser Gegend raus. Ja, wo müssen wir... Achso, da unten. Ein Hinterhalt mit Hintermann. Okay. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da konnten wir hoch. Ja, es ist ja quasi direkt hier vor den Stadttoren. Deswegen schauen wir mal. Das ist die gleiche Ebene, ja. Was seid ihr denn für eklige Viecher? Hallo, macht was! Schon aus. ja, die haben wir jetzt noch nicht genommen. Die haben uns ja unterbrochen. Okay, ich dachte jetzt, dass jetzt dreimal welche kommen. Oh, das ging jetzt sehr viel einfacher und schneller, als ich gedacht habe, muss ich gestehen. Dann hören wir uns mal eben an, was der Kerl zu erzählen hat hier unten. Ist es dir gelungen, die Leichname der Pilger zu bergen? Ich habe Blumen gepflückt. Danke, du hast den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass man sie angemessen bestattet. Was diese elenden Amalja betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in der kargen Landschaft da draußen zu verbergen, geschweige denn sich unauffällig anzunähern. So kann man doch niemanden entführen. Und ihre Opfer sind wie vom Erdboden verschluckt, anders als die armen Pilger, die du mal gerade gebracht hast. Das muss jetzt unter uns bleiben, aber bei deinem Entführungsfall, es würde mich schon verdammt wundern, wenn die dreckigen Biester nicht einen Komplizen unter uns hätten. In diesem Camp herrscht reger Durchgangsverkehr. Es wird von vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja die Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Schräge Typen sind da keine Seltenheit. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber selbst ich vermag es nicht mehr, alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendein Halunke sich hier unter die Leute gemischt hat und die Vermissten an die Amalja verkauft. Okay. Wollen wir doch mal hören, wie es weitergeht? Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Bislang hat es Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben.
Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erst einmal Rat bei August einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier viel besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff der Gute, aber lass dich davon nicht abschrecken. Ist da hinten jetzt gerade ein Huhn explodiert? Ich habe vorhin gesehen, wie er polternd und zeternd in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die von vielen falschen heißgeredete Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja nach ein paar Krügen gesprächig. Zeig ihm aber sicherheitshalber diese Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen und im hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Okay, das soll irgendwo da sein. Und der Typ hat Freibriefe. Was ist da drin? Ah, da ist er. Hi. Du schon wieder? Unsere Begegnung mit Ulda hat mir gereicht, also schwör ab. Findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Was? Isembard schickt dich? Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich soll dir also was über die Flüchtlinge erzählen, hä? Tja, viel gibt's da nicht zu sagen. Die armen Wichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reis ausnehmen, wenn man sich nur bis auf 10 Schritte zu ihnen nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich herumgescheucht haben. Jetzt mit all den Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selbst mal versuchen, was aus einem von ihnen rauszukitzeln. Viel Glück, meine Liebe. Du wirst es gebrauchen. Okay. Der hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, ne? Haben es jetzt auch schon die Abenteurer auf uns abgesehen? Wenn dieser Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Okay. Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. In Talshöhe sollt ihr alle schmoren. Hilfe! Bleib mir vom Leib. Ich weiß nichts. Ehrlich. Verschlepp mich nicht. Tja, ich hasse es zu sagen, aber er hat recht gehabt. Hi. Direkt hinter dir. Und... Glaubst mir jetzt? Die Flüchtlinge sind ein verschlossenes Völkchen, was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Hab übrigens so meine Zweifel, ob an dieser Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie es da finden, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Warum hauen eigentlich immer alle ab, wenn ich mit denen rede? Hallo? Dreh dich mal. Und? Haben deine Nachforschungen etwas gebracht? Hm, verstehe. Glaubst du, Ungunst hat recht mit seiner Theorie, ob die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie sich doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann es nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur... Hallo? Danke, dass ich noch nicht mal zu Ende lesen durfte. Vielen Dank. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zur St. Adama Landama Kirche begehen. Oh Gott. Sie liegt gleich westlich dieses Kamms. Und wenn du sowieso dort vorbeischaust, kannst du auch gleich einen der Leichname mitnehmen. Mich hat nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab
ausgehoben worden ist. Der Friedhofswart Marquet wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Okay. Das... wo sind wir denn jetzt? Moment. Achso, wir sind hier drin. Ja, das liegt doch eigentlich ziemlich nah hier dran. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Hä? Jetzt laufe ich runter? Wieso laufe ich jetzt runter? Jetzt bin ich wirklich etwas verwirrt hier, okay. Ja gut, ich laufe jetzt auf jeden Fall erstmal dorthin und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ach, da ist er schon, okay. Schöne kleine Kapelle. Ah, ich bin auch ein Kuttenträger. Marquet? Ja, da bin ich. Isembard schickt dich, um Nachforschungen über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir die Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Okay. Jetzt werde ich hier noch Leichenbestatter. Aber auf jeden Fall ein schönes Plätzchen hier oben. So, dich benutzen wir mal, glaube ich, ne? Ja. Ich denke, da ist ein Grab ausgehoben. Jetzt habe ich den armen Typen einfach hier oben draufgelegt. Dann soll ich den mit Erde bedecken. Ja, nö, direkt Steine draufgehauen. Okay, da gehen wir aber wieder zurück zu dem Typen hier. Ich konnte jetzt wohl kein Gebet mehr sprechen, aber ich schätze, das ist nicht so schlimm. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Alleine dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Und würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Ursen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tageswerk verrichten. Das Ende klang jetzt irgendwie so ein bisschen schroff, aber naja, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind hier drei Leute. Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seelen gekümmert hast. Richte Isengard bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Marquis dir ganz recht erzählte, stehe ich in engem Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter offenbaren sie nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquis war nicht allzu grob zu dir. Seit der siebten Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich vor einem anderen Besucher, ich glaube, sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Flegel nachher einmal zur Brust nehmen werde. Okay. Jetzt habe ich aber trotzdem nicht viele Informationen erhalten. Muss jetzt aber wieder zurück zu, ja, quasi meinem Auftraggeber. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich da nochmal den ganzen Weg hin und dann sehen wir uns gleich dort drüben wieder. Wo ist er? Da. Was ist das denn für ein Viech hier? Ach, das ist ein Reittier. Okay. Hallo, guten Tag. Ich muss mit dem Herrn sprechen. Danke, dass du dich um die Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Gameplayerin ist. Du bist schon aktiv an den Aufklärungsarbeiten. Löblich, löblich. Ist das irgendwie falsch rum? Ach so! Erlaube mir, mich vorzustellen, werter Isembard. Mein Name ist... Ach, er war das! Tancred, und ich bin wie Gameplayerin mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt.
Auch ich wurde von Ungunst an die Priester verwiesen, und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Orsin in Frage. Die ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Orsin ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquet. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Oh, ich krieg wieder nichts Vernünftiges. Aber ich krieg 500. Cool. Die Priesterin Orsin soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit hat sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des Öfteren Besuche abgestattet. Sie wird doch wohl nicht... Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren, Gameplayerin. Höre dich am besten einmal bei den Kindern um, was Orsin von ihnen will. Okay, wo finde ich die Kinder? Hallo? Da oben am Goldbazar. Ach du Scheiße. Okay, ja, dann werde ich mich dort nochmal hinbegeben, wenn ich hier nochmal irgendwie rauskomme. Heißt das, gibt es hier auch einen Ausgang? Und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn ich den Ausgang gefunden habe. Bis gleich. So, ich bin da, aber ich musste mich umziehen, weil, wie ihr da hinten seht, hier ein Fade-Bereich gerade begonnen hat und ich nicht schon wieder erbärmlicherweise angegriffen werden möchte, wenn ich hier gerade bei einer Quest bin. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Dann musst du uns helfen. Orsin ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor, aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollsten Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen, und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr sehen. Okay. Sie ist auf der anderen Seite. Das ist ja nicht allzu weit entfernt. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich mal eben wieder meine normale Rüstung anlege. So. Und dann schauen wir mal. Achso, da oben. Ich gar nicht. Okay. Orsin, was ist los mit dir? Stirb, Bastard. So. Ich heile dich. Vielen Dank. Das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich Oh, du bist die Abenteurerin von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung. Keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Ach. Die ist das? Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurückbringen. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück, komplett zurück zum Dorf. Ja gut, dann werde ich mich jetzt mal dahin begeben und wir sehen uns dann gleich wieder. Priesterin Orsin wurde von Monstern angegriffen, als sie den Andenkerin eines alten, armen Flüchtlingskinder suchte. Eines der Armen.
Die Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unseren Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern unter Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Okay, das bringt mir jetzt alles nichts. Dann nehme ich mal das hier. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, da wir jetzt quasi dieses Mysterium jetzt erstmal abgeschlossen haben, dass wir damit auch einen kleinen Cut hier in unserem Let's Play machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge weiterspielen. Bis dann. Ciao.